Nach den 3 Stunden Respawn-Zeit vom letzten Einsatz sind wir jetzt zu 8 losgezogen, Richtung Norden, Richtung Strongpoint Tesla von der ISAF, die Funkstation quasi. Ja, um da einfach mal ein paar Randale zu machen, vielleicht sogar einzunehmen. Wir wussten nicht, wie stark die gesichert ist. Unser zweites kleines Ziel, ausgehend von unseren Mitstreitern, war es allerdings noch, einen gewissen Dünzel und seine Leute auszuschalten. Ich glaube, die haben einfach nicht gestoppt, die Reichweite, oder? Nee. Nee. Aber die haben das nicht verlegt, das ist schon die Richtung. Nee. Nee, warum? Das muss das sein. Guck mal, rechts haben wir eine Kante, lass über die Kante vorrücken. Guck mal, auf 12 steht einer. Direkt hinterm Baum, hat sich jetzt hinterm Baum gestellt. Jetzt guckt der rechts vom Baum raus. Guck mal, er wischt sich hin. Das sind ungefähr 200 verschiedene Bäume. Direkt auf 12 Uhr. Das sind 20 verschiedene Bäume. Ich sehe den nicht. Jetzt hat er sich in Deckung gelegt. Dann müssen wir uns aber irgendwo... Jetzt geht die Zeit aus. Da die Stellung deutlich offener gelegen und besser bewacht war als gedacht, haben wir uns dazu entschlossen, einen Mann zum Verhandeln vorzuschicken und uns anschließend einem Angriff auf Strongpoint Apache anzuschließen. Ist das jetzt Verstärkung oder... Die ganze Zeit schon herum. Also es war auch ein Deutscher vorne dran, aber der kannte den Dünzel halt gar nicht. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil jeder kennt doch Dünzel. Ja und, dann lassen wir jetzt Ticket, das kratzt die voll am Ego. Nee, das kriegst du nicht hin. Die hocken dort überall, die haben dort überall Stellungen. Das schaffst du nicht. Die sind eingegraben. Ja, die sind eingegraben, ist Fakt. Dort ist eine Samstagstellung, direkt daneben ist noch eine. Dort vorne am Eingang sind noch zwei. Dort oben ist eine große. Vernünftig. Aber dem einen können wir nochmal 3 Stunden Respawn gönnen. Das sieht aus, als ob was nötig ist. Das ist so gemein. Du musst dann aber auch 3 Stunden. Schau, da Hannes siehst du einen Kopf, da siehst du 2 Köpfe und dahinter kommt auch nochmal einer los. Naja, ich sag mal so, wenn du dich jetzt hier, wenn du dich hier so ein bisschen seitlich und du kriegst bis an das Ding dort ran. Waren wir doch, wir sind doch da Hannes Cocket. Ja, dann, wenn du den safe, wenn du den vom Dorf safe triffst, dann beschäftigen wir die hier, indem wir hier noch ein bisschen rumsitzen, du schleichst es ran. Wenn du den safe wegholst, dann okay. Also den hol ich doch von hier safe weg. Siehst du den nicht? Guck doch mal gerade aus Richtung. Ja, klar, aber geh noch näher ran, damit man wirklich richtig safe kriegt. Guck, sie schon, wo er winkt. Ja. Nee, weil Angriff darauf, das schenkt uns nur 3 Stunden Pimmelei jetzt. Das sind 2. Jetzt funken sie. Halten. Wir nehmen die Vorfahrt. Das stimmt Dünzel. Ja, der funkt, aber das ist nicht der Dünzel, aber es sind 2 Leute vom Dünzel. Das ist Aces Patch. Das ist Dünzel, das ist Dünzel. Ja, das müssen die aber alle machen, wenn die hier hochkommen. Nee, das ist Dünzel. Wir sind, glaube ich, jetzt gerade 7. Okay. Weil hier ist auch immer eine Base da oben, ne? Ja, das ist da vorne. Ja, genau. 200 hier. Aber nicht. Ja, so oder so laufen wir zurück. Ja, oder wir machen halt auf das Patchy mit. Gibt's noch ein paar mehr. Gibt es ein Apache Red, oder? Ich dachte, wir dürfen nicht erst morgen angreifen. Nee, das ist Strongpoint, das machen wir. Apache das machen wir. Na, dann machen wir Apache nochmal fangen. Ja, die haben gerade einen großen Angriff draufgeblasen, weil das Ding, wenn wir das Ding knacken, dann ist es tot und die müssen alle wieder zurück. Na dann. So. Wie weit ist denn das? Warte. Also mal checken, wo wir jetzt sind. Scheiße. Sag mal den ganzen Scheiß. Und wir von denen dann nicht extra kaufen. Nein, das war halt ganz schön. Ja, aber die haben Deckung, wir nicht. Scheißegal. Na gut, zeig mal ihnen nochmal, wie viel wir gewesen wären, damit sie nochmal ein bisschen Schiss bekommen. Am besten irgendwie so, dass sie Verstärkung rufen, indem man einen Hälter halt rocken kann.
Jungs, versammelt euch mal kurz auf der Straße, mal schauen, was ihr macht. Sammeln auf der Straße. Sammeln auf der Straße. Wollen wir noch mal gucken, was wir machen, wenn wir einfach mal vorrücken? Uns abschießen, würde ich sagen. Der oben im Wald wird jetzt nach vorne verschieben und dann uns dann von der Seite nehmen. Ja, deswegen. Jetzt pass auf, Kelso, die beobachten uns jetzt. Wir geben natürlich jetzt dem imaginären Team von den 50 Mann, die jetzt noch da drüben sitzen, den Auftrag, da zu bleiben und zu warten. Ja. Wir winken jetzt alle beim Vorbeilaufen oder beim Zurückzug drinnen und schwätzen einfach noch ein bisschen in den Wald rein. Ja, wenn ihr einfach miteinander redet, quatscht immer in den Wald rein. Ich denke, soll ich mal probieren? So, auf das? Komm, ich kann nachladen. Komm. Schon mies, oder? Ja. Oben. Wir mit Einballern. Ja, dahin. Das sind keine 10 Leute. Hast du eine Päckchen oder was? Aber die Karren sind raus, oder? Ja, eigentlich sind die jetzt weg. Und alle drumherum stehen auch. Ja. Also, gehen wir, oder? Ja. 5 Meter raus. Ja, aber wisst nicht, wie weit die hinter der Karre gelandet ist. Kann auch sein, dass... Also, keiner hat einen Death Rack gezogen. Ha? Keiner hat einen Death Rack gezogen. Ja, eben. Alter, was ist denn das Geiles? Das muss ich auch haben. Ja. Ah, Mensch, hier, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist das Ding runtergekommen? Ja, gut, das sind schon ein paar Meter. Wir haben gerade die zweite Base angegriffen zu dritt. Ja, das wollten wir gerade machen. Diese Bastarde, Alter. Ja, aber könnt ihr vergessen, die sind halt richtig gefickt da jetzt. Das ja, er will halt irgendwas aus dem Turm rausknipsen. Ja, das war ja auch unser Auftrag. Ja. Aber die gucken natürlich jetzt alles hier in die Richtung. Wir sind bis 20 Meter ran. Also. Seid ihr jetzt in Benghazi? Ja. 70 reicht ja. Wir sind gerade einmal komplett hinten rum. Ja, über Tesla, über die Prinz. Also hier hoch und jetzt wieder zurück. Mit der Sniper wird es schwierig. Also wenn du da ran willst, wo sie dich nicht sehen, kommst du nicht durch mehr. Nee, egal, wir machen danach Feierabend. Ja. Also, fick mal so. Alles klar. Zack, einfach 50 Meter vor. Am besten, ihr nehmt drei Seiten. Ja. Zack, auf vorne. Also, auf die Ecke. Mietisch, Seite und hinten. Ich will ihn nicht so angucken von der Kippe da. Kann man mit der Mannschaft irgendwas abschießen? Ja. Also mit Sicherheit. Ich bin ja der Hoffnung, dass wir noch ein Auto rauskicken. Aber passt auf, dass die euch hinten nicht umlaufen. Ja. Kommen die irgendwie hinten raus? Ja, die können halt hinten raus. Dann können die Leute rauslassen. Dann bekommen wir. Dann bekommen wir. Sind da noch welche von uns? Ja. Weiter. Das ist eigener. Das sind eigene. Ach sorry. Der hat auch geschossen. Ah, dahinter war noch einer. Ah, hier, die haben den Weekends den Weekends Squad rausgeschickt. Ah, ich muss das noch dreimal hier drin. Einmal kann ich es verkaufen. Die 15 Jungs schon wieder! Oh, die 15! Die 15, Alter! Da ist der Sinn, wir haben ihn verfehlt! Ich dachte, ich gehe nicht von einem Dampf, aber von einem ganzen Dampf bin ich gemacht. Bitteschön! Dann geht von der 15 oder von hinten? Hallo, putte! Dave! Putte! Dreh doch mal ein bisschen mit in die Richtung. Ich muss dir jetzt aus dem Lager ficken. Halt,
Okay, das ist die Gruppe, die das wohl herrlich gekommen ist. Meine 12, meine 12! Los, drücken, drücken, drücken! Hört auf! Ja, drücken rein! Hit! Und tschüss! Geht so, mach die Flanke hier zu! So, Alex! Marius! Gehen wir jetzt da lang und dann auf die Base oder was? Genau, also wir sind vorhin hier so rumgeschlenkt, weißt du? Hey, ich will schon noch am Leben. Little John? Little John? Ja. Hey, weit machen. Man hat auf jeden Fall gerade Scheiße, was am Leben gefunden hat. Hey, da! 11 Uhr! Hier Richtung! Ja, da sitzt einer. Wo denn? Hat sich gerade klein gemacht. Wie weit vor allem? 40 Meter, da vor dem dicken Baum, der da steht. Der dicke Baum? Ach der, ja klar, logisch. Ach, nein, da. Ja, ist klar. Ich dachte schon. Granate! Stark! Rot aus, der kann nicht mehr hinschauen. Ist das ein geschlossener Turm? Ne, da oben offen. Gucken auch raus. Aber nicht auf unsere Seite, oder? Ach doch, wir gucken hierher. Oh ja. Hier kann der Turm nicht mehr treffen. Ja, pass auf, der rennt schon in die Reichweite rein, ne? Ja, aber er kann ja nicht durchwirken. Links ist noch ein Turm.
mit!